Hast du jemals etwas entdeckt, das dich innehalten und sagen ließ, Moment mal, was? Es gibt viele lustige Easter Eggs, die überall um uns herum versteckt sind und das Internet ist der beste Ort, um sie zu zeigen. Mach deine Augen bereit, denn hier ist eine Sammlung von Dingen, die du nie wieder auf die gleiche Weise sehen wirst, mit freundlicher Genehmigung von mir. Seit den 80er Jahren finden die Menschen das Gesicht von Jesus in ihrem Toast, aber es gibt noch viele weitere Beispiele für gewöhnliche Lebensmittel, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit außergewöhnlichen Dingen haben. Ein Beispiel dafür ist der Glückspilz, der entdeckte, dass E.T. in Form einer leckeren Zimtrolle auf die Erde zurückgekehrt war. Dieser Gesichtsausdruck hat etwas Beunruhigendes an sich, aber ich kann es mit meinem langen, leuchtenden Finger nicht genau beschreiben. Wenn du noch nicht überzeugt bist, kannst du dir hier die Hauptrolle im Originalfilm ansehen. Danke, dass es dich gibt, E.T. Die Zimtschnecke. Apple bringt neue iPhones schneller auf den Markt, als du Steve Jobs im Rollkragenpullover sagen kannst, nur um sicherzustellen, dass du immer wieder aufrüstest. Vor einiger Zeit war noch das iPhone 11 Pro neu, das damals mit ein paar ziemlich raffinierten rückwärtigen Kameras ausgestattet war. Das schrille Design wurde online mit einem Fidget Spinner, einer Bowlingkugel und sogar einer Kokosnuss verglichen. Aber nach diesen Bildern wirst du die Kameras nur noch als Elektroherd erkennen können. Warum einen billigen Herd kaufen, wenn du $1000 für einen Teenie-Kocher ausgeben kannst? Die Zeichentrickfiguren, mit denen du aufgewachsen bist, werden dir ewig in Erinnerung bleiben. Aber ich werde jetzt alles ändern, was du über Mario Karts Donkey Kong zu wissen glaubst, indem ich sein dunkles Geheimnis lüfte. Er mag im Spiel eine absolut furchteinflößende Kraft gewesen sein, aber dieser übergroße Affe ist gar nicht so bedrohlich, wenn du erkennst, dass sein Mund buchstäblich eine riesige Pistazie ist. Als ob das nicht schon genug wäre, um deinen Blick auf Donkey Kong zu verändern, siehst du ihn hier mit Glatze. Danke mir später. Apropos Zeichentrickfiguren. Seht ihr noch einmal das ikonische Outfit von Fred Jones aus Scooby-Doo an. Fällt dir etwas auf? Der Kragen seines Pullovers hat genau den gleichen Farbton wie seine Hose. Woher sollen wir also wissen, dass er nicht einfach einen ärmellosen 80er Jahre Jumpsuit darunter trägt? Übrigens sieht auch Australien auf der Karte genauso aus wie Scooby selbst. Wenn du aber eher ein Katzenliebhaber bist, kannst du das Land in der Mitte teilen und das Beste aus beiden Welten bekommen. Oder warum nicht mal richtig verrückt werden und das Land Down Under als wütenden Gorilla mit Federn darstellen. Die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Erfolgreiche Logos sorgen dafür, dass sich große Marken in unseren Köpfen festsetzen. Aber manchmal sind diese ikonischen Bilder nicht das, was sie zu sein scheinen. Sieh dir das Toyota-Logo an. Es sieht irgendwie wie ein großes T aus, oder? Tatsächlich buchstabiert dieses clevere kleine Logo den gesamten Namen Toyota, je nachdem, auf welchen Teil du dich gerade konzentrierst. Manche Leute sagen auch, dass das Logo ein Lenkrad oder sogar ein Nadelöhr darstellen soll, weil Toyotas ursprüngliche Muttergesellschaft auch Nähmaschinen herstellte. Was könnte am klassischen Zoonkist-Logo falsch sein, fragst du dich? Nun, sieh dir die verwirbelte Schrift genauer an. Der Buchstabe U ist in Wirklichkeit gar kein U. Richtig, auf dem Logo steht stattdessen Zoonkist, denn das U und das N sind auf unerklärliche Weise verschmolzen. Könnte es sein, dass Kinder durch den Konsum von Softdrinks mit Orangengeschmack schon die ganze Zeit das Werk Satans fördern? Die Pixar Studios haben einige der beliebtesten Animationsfilme aller Zeiten produziert. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wie unheimlich ähnlich sich einige der Nebenfiguren sind? Ein aufmerksamer Twitter-Nutzer hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die meisten Pixar-Filmmütter genau gleich aussehen. Vielleicht gibt es da draußen eine Zeichentrickschauspielerin, die es leid ist, immer als die Mutter gecastet zu werden. Sogar Nemos Mutter hatte den gleichen Look an sich. Es stellt sich heraus, dass nicht nur die Mütter das gleiche Aussehen haben, denn so ziemlich jede weibliche Pixar-Figur scheint aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein. Ein neugieriger Tumblr-Nutzer, bekannt als Every Flavored Bean, beschloss dies genauer zu untersuchen, indem er die Gesichter einiger der neuesten weiblichen Pixar-Figuren mit denen ihrer männlichen Gegenstücke verglich. Während die Jungs unverkennbar verrückte Gesichtszüge haben, haben die Frauen alle runde Gesichter und die obligatorischen Knopfnasen. Es scheint, als ob jede weibliche Figur in einem Pixar-Film ein direkter Nachfahre einer stupsnasigen, pausbäckigen Kreatur ist und das wirst du jetzt nicht mehr übersehen können. Die riesige Auswahl an Emojis wächst ständig, aber erst 2019 bekamen die Nutzer endlich das Tier, nachdem sie so lange geschrien haben. Das Faultier! Bevor dieser niedliche kleine Kerl auf unsere Tastaturen kroch, gab es nur eine Möglichkeit, den Wunsch zu erfüllen, eines dieser sich langsam bewegenden Wesen in ein Gespräch einzubringen, indem man stattdessen das Bizeps-Emoji benutzte. Aus irgendeinem unbekannten Grund sieht die geballte Faust genauso aus, als würde jemand eine Faultierpuppe benutzen.
Es gibt tonnenweise Fälle, in denen Prominente anderen Prominenten seltsam ähnlich sehen, darunter die allseits beliebten Katy Perry, Zooey Deschanel und Co. Aber ist dir jemals die Ähnlichkeit zwischen den Schauspielern Keanu Reeves und Adam Driver aufgefallen? Okay, es ist nicht ganz treffend, aber überleg mal, sieht Adam Driver aus, als hätte jemand versucht, Keanu Reeves aus dem Gedächtnis zu zeichnen? Hart, aber erschreckend wahr. Der ehemalige Quarterback der Dallas Cowboys, der jetzt als Fox Sports Analyst arbeitet, Troy Aikman, hat im Internet ebenfalls Aufmerksamkeit erregt, weil er eine sehr unwahrscheinliche Ähnlichkeit aufweist. Du wirst es nicht auf den ersten Blick vermuten, aber Aikman scheint das Ebenbild eines weißen Jay-Z zu sein. Vielleicht hilft dir ein Hut. Hier ist eine Gegenüberstellung, damit du dir das ungewöhnliche Paar vorstellen kannst. Und hier ist Aikman beim Chillen mit Bay. Hoffen wir, dass sie in Zukunft ein Sport-Rap-Album herausbringen. Warnschilder sind so gestaltet, dass sie von allen verstanden werden. Aber was sagt dieses Schild mit dem nassen Boden wirklich aus? Woher wissen wir, dass es sich bei den wackeligen Linien nicht um eine Gruppe wütender Schlangen handelt, die nach deinen Knöcheln schnappen und dir ein Bein stellen wollen, und dass dieses Schild dich vor den Gefahren warnt, die hinter der nächsten Ecke lauern können? Die klassische Zeichentrickfigur Popeye ist nicht nur dafür bekannt, dass er Dosen von Spinat verschlingt und Eisen pumpt, sondern auch dafür, dass er eine Pfeife raucht. Wie in den meisten Zeichentrickfilmen war der bullige Seemann nur selten von vorne zu sehen, und dennoch blieb seine Pfeife an Ort und Stelle, selbst wenn er gerade aß. Das löste Spekulationen darüber aus, wie er so etwas schaffen konnte, aber jetzt haben wir endlich eine Antwort, und sie ist ein absoluter Kinderkiller. Nach dieser Enthüllung hatte er wahrscheinlich zwei Münder, oder besser gesagt ein Loch für die Pfeife. Igitt. Wenn du dir diese Waldzeltraupe genau ansiehst, wird dir vielleicht etwas Einzigartiges an ihrer Färbung auffallen. Auf ihrem Rücken tanzt eine Reihe von kleinen Pinguinen. Wenn diese nordamerikanischen Raupen im Frühjahr schlüpfen, sind ihre Weihnachtspullis leider schon längst aus der Mode gekommen. Jeder, der häufig Live-Musikkonzerte besucht, weiß, dass das Summen der Menge, die gemeinsam singt und tanzt, wirklich berauschend sein kann. Aber die Stimmung in diesem Action-Foto ist praktisch elektrisch. Außer, dass es sich hier gar nicht um ein Konzert handelt. Es handelt sich um das Foto des Rasens von jemandem mit einer ausgefallenen Terrassenbeleuchtung. Die Hände in der Luft sind in Wirklichkeit Grashalme, und in der Ferne sieht man sogar Menschen laufen, es sei denn, es handelt sich um Giganten. Als ob das nicht schon verwirrend genug wäre, sieh dir dieses Foto von einer coolen Katze an, die einen Rockauftritt genießt. Oh, warte, das sind winzige Finger, und der Kerl muss es in den Wintermonaten mit seinen haarigen Armen gemütlich haben. Die Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest aus dem Jahr 2017 mit Emma Watson als Belle in der Hauptrolle war ein riesiger Erfolg, sodass natürlich eine ganze Reihe von Fanartikeln folgen musste. Leider wurde jedes Kind, das hoffte, zu Weihnachten eine Prinzessinnenpuppe zu bekommen, bitter enttäuscht, als stattdessen Justin Bieber mit einer Perücke und einem gelben Kleid zu sehen bekam. Im Ernst, wenn du Bieber einmal darin gesehen hast, gibt es kein Zurück mehr. Apropos Disney-Klassiker, findet ihr auch, dass der auf dem Kopf stehende weiße Hai aussieht wie das Gesicht aus dem Zauberspiegel der bösen Königin? Oder geht das nur mir so? Pokémon-Fans kennen das niedliche, maulwurfsähnliche Wesen Diglett, das immer nur seinen Kopf aus der Erde steckt. Aber was wäre, wenn die glänzende rosa Knopfnase in Wirklichkeit ein Mund wäre? Ja, dieser funkelnde weiße Punkt könnte tatsächlich ein einzelner Zahn sein. Diese Debatte sorgt schon seit Jahren für Kopfzerbrechen im Internet, und du wirst Diglett vielleicht nie wieder mit etwas anderem als einem permanent schockierenden Gesichtsausdruck betrachten. Das Bild von Donald Trump, der bei öffentlichen Auftritten dank seiner speziellen Hebeschuhe wie ein Centaur dasteht, hat sich bereits in unsere Gehirne eingebrannt. Aber das ist nicht die einzige präsidiale Marotte, die du nicht mehr loswirst. Es gibt einen neuen Trend, der Trumps oft nach unten gedrehten Mund in einen Cartoon-Frosch verwandelt, und das macht, gelinde gesagt, süchtig. Der texanische Künstler Mike Mitchell entdeckte die Verbindung und twitterte 2017 seine Darstellung des Kinnfrosches, woraufhin ein Ansturm von Memes folgte. Jemand ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat diese Ungeheuerlichkeit geschaffen. Falls du noch Zweifel daran hast, wie sehr das Kinn des Präsidenten wirklich einer großen grünen Amphibie ähnelt, hier sind die Kinnfrösche vom Rest seines Gesichts getrennt. Im Ernst, das kannst du jetzt nicht mehr übersehen. Wenn wir schon bei Cartoon-Tieren sind, dann lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf SpongeBob richten, dem lustigen Meeresschwamm im ganzen Ozean. Seine nerdigen Sommersprossen sind eines seiner markantesten Merkmale, aber einige haben darauf hingewiesen, dass sie vielleicht ein ziemlich deprimierendes Geheimnis verbergen. Denn immer wenn SpongeBob lächelt, scheinen seine Wangen das Gegenteil zu tun und zwei traurige Gesichter zu bilden. Wenn du dir das nächste Mal eine Wiederholung ansiehst, kannst du deine Augen bestimmt nicht von diesem ungewollten Detail abwenden. Aus
Post Malone hat definitiv einen unverwechselbaren Look, aber es sind nicht seine Gesichtstattoos oder sein goldener Grill, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie ein wenig aufdringlich sind. Falls du es noch nicht bemerkt hast, seine interessante Gesichtsbehaarung sieht aus wie zwei haarige Old English Sheepdogs, die sich direkt über seiner Oberlippe küssen. Das stimmt, du kannst den A-Rapper nicht mehr ansehen, ohne die beiden Hunde zu sehen, die sich Spaghetti im Stil von Lady und The Tramp teilen. Viele Lebewesen haben hervorragende Tarnfähigkeiten, aber manche Tiere scheinen sich nahtlos in ihre Umgebung einzufügen, ohne es überhaupt zu versuchen. Wenn du einen Blick auf diesen Stapel frisch gewaschener Hoteltücher wirfst, der eigentlich ein verwöhnter Shar-Pai-Hund ist, weißt du genau, was ich meine. Diese schimmernden Schlangen könnte man auch leicht mit einem Tablet glasierter Krispy Kreme Donuts verwechseln. Das ist ein wirklich verbotener Snack, je nachdem, wie hungrig du bist. Der 1-Dollar-Schein ist ein Klassiker der amerikanischen Kultur. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass George Washington nicht der einzige Mann ist, der auf dem Schein abgebildet ist? Wenn du den Schein auf die Seite drehst und deine Aufmerksamkeit auf die Aufschrift 1-Dollar richtest, wirst du feststellen, dass sich der dunkle Ritter die ganze Zeit über im Verborgenen gehalten hat. Siehst du ihn noch nicht? Das E sieht Batmans Maske verdächtig ähnlich, wenn du mich fragst, und das ist noch nicht alles. Das Batmobil ist auch da, in Form des D. Auf den ersten Blick sieht das wie eine dämonische Besessenheit aus, die mit der Kamera eingefangen wurde, aber keine Angst, es ist nur Make-up. Vielleicht war der leuchtend silberne Lidschatten nicht die beste Wahl für den Abend, es sei denn, das Ziel war es, auf dem Abschlussball ganz im Stil von Carrie aufzutreten. Und nur diese seelenlosen weißen Augen würden den Look vervollständigen. Wie auch immer, ich hoffe, sie hatte ein ernsthaftes Gespräch mit ihrem Freund, der das Bild dann auf Instagram gepostet hat. Es gibt viele Bilder im Internet, bei denen man zweimal hinschauen muss, um herauszufinden, was wirklich los ist. Zum Beispiel dieses Mädchen mit drei Beinen. Oder hält sie nur ein großes altes Glas? Nichts kann jedoch dieses Bild übertreffen, das aussieht wie ein unmöglicher Hohlraum in einer Tiefgarage. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei nur um eine erschreckende optische Täuschung, die durch eine schwere Überschwemmung verursacht wurde. Um dich zu beruhigen, kannst du dir das Bild ansehen, bei dem die Pfütze abgedunkelt ist. Dein Gehirn wird es dir danken. Welche dieser Dinge hättest du am liebsten nie gesehen? Und gibt es noch andere verrückte Beispiele, von denen ich wissen sollte? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.